Hallo Leute, hier ist wieder euer Learner aus Zorro. McGoldrick ist wieder okay, das ist ja toll. Ist er besser als Noobl gewesen? Ich weiß gar nicht. Ja, doch ist er. Schön. Felipe, falls unser Torwart doch mal krank, obwohl den brauchen wir eh nicht. Wir können ja nur Taylor reintun, das war der billigste, den ich mir mal gekauft habe. Okay. Ich würde sagen, 5 Tore hat Lorm gemacht und 5 Tore hat Niklas Bentner gemacht. Wir werden das Ganze jetzt mal verbessern und werden hier mit Lorm 3-4 Tore machen. Das muss ja machbar sein. Also, die am Anstoß, okay. Genua ist das oder was war das jetzt gerade? Ich hab's vergessen. Naja, egal. Mein Gedächtnis ist offenbar nicht das Beste, aber das wusste ich auch schon vorher. Zumindest das, ich achte nicht genau drauf, Gedächtnis. Es ist nicht wichtig für meinen Kopf quasi. One Piece wäre schon wichtig für den Kopf. Das merke ich mir alles. Nein, dieser dumme Camper. Nein, was machst du denn? Was? Das muss ich wiederholt haben. Wie dumm können die sein? Okay. Jetzt hier. Mein Torwart war natürlich auch schuld, aber ein bisschen. Die ziehen drauf. Er kriegt den nicht. Der Ball rollt auf der Linie. Er schießt gegen den Pfosten. Er hält... Ach du Scheiße. Wie kann man denn so verziehen alles? Das ist ja furchtbar. Schwalbe. Das sah nur aus wie ein Schwalbe. Okay. Ach Mann. Will dich faulen, Goalkeeper. Will dich faulen. Oh. Er schimpft ihn wieder aus. Still nil nil. Wow, das war ein Fallrückzieher. Solche Sachen sind immer unglaublich schwer zu verteidigen. Boah, Alter, die haben es echt faustdick hinter den Ohren oder so. Also die können echt gut schießen. Da habe ich langsam Respekt vor. Aber nicht so cool wie mein... Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich glaube das nicht. Aber gut. Bei Rami. Du bist einer meiner langsamsten Spieler, aber du kommst trotzdem noch hin. Oh nein, ich wollte mit Lore voll viele Tore machen und jetzt habe ich ja voll die Probleme. Das ist wirklich scheiße, ehrlich gesagt. Ja, was ist hier los? Danke. Halbzeit! Yeah! Oh verdammt! Das war witzig. Das dürfen die doch nicht einfach so unterbrechen. Ich fand das lustig. Okay, bei Rami rennt jetzt hier erstmal lang. Hä? Was war das denn? Achso, die haben mich umgegrätscht, glaube ich. Ich habe mich gefragt, wie die mir den Ball so einfach abnehmen konnten. Aber umgrätschen, das erklärt vieles. No. Mach mir keine Schande. Du kannst nicht so viel langsamer sein als die anderen. Gelb. Oh. Mann. Challenge. Good start.
Mann! Ich muss gewinnen. Wo ist Valencia? Da ist Valencia. Wo ist er? Wieso ist er denn so weit in der Mitte gewesen? Boah, wir müssen gewinnen. Weißt du das? Lor muss doch ein Tor schießen. Blöder Penner. Und wieso geht da nicht Gerard hin, sondern Pantelic? Fühlt euch doch nicht immer so scheiße schlecht ab. Angesprochen. Ach ja. Was denn? Macht einfach den. Ja, jetzt habe ich eh verkackt. Ja, das war's. Chuck, jetzt aber schnell. Verdammt, ich habe die voll unterschätzt am Anfang und jetzt habe ich Mist gebaut. So, jetzt schnell. Meine linke Seite ist aber auch schlecht. Nein. Lor, jetzt Ego-Trip, komm, kriegst du hin. Für deine Torskala. Nein! Nicht mal im Ego-Trip kriegt das mehr hin. Das ist natürlich schon was, also. Nein! Das konnte ich noch nicht mal richtig einwerfen. Elfmeter jetzt aber, oder? Ja, muss aber. Nämlich irgendwie umgecrasht oder so, habe ich gesehen. Ups, falsch. Und unser Torwart will wieder ein Tor machen, also dann rein. Nein, ich glaube das nicht. Ja, scheiße. Schieß doch richtig. Das gibt's doch nicht. Meine Spieler sind so schlecht. Ich hab nicht gewonnen. Ich bin schlecht. Ich glaube das nicht. Nein, nicht herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur noch Dritter. Ja, West Ham, was nützt mir das? Ah, Mano. Das ist kacke. Pantelic kann eh nicht schießen und überhaupt, wie ist das? So, jetzt haben wir mal ein bisschen offen, ein bisschen andere Aufstellung hierfür. West Ham ist schwierig, oder? Ist West Ham schwierig? Ich weiß jetzt nicht. Ist die Lieblingsmannschaft von meinem englischen Austausch. Ach, warum klappt das denn hier nicht? So, haben wir Einwurf? Hoffentlich. Naja, die haben Einwurf, aber ich habe den Einwurf abgefangen, das ist ganz. Kommt im Grunde aufs Gleiche raus für mich. Ja, kommt's. Yes. Sehr gut. So will ich's haben, so muss es weitergehen. Wir spielen in West Ham, okay? Deswegen regnet es hier auch. In meinem Superstadion wird es nicht regnen können, das ist schön. Es sei denn, da haben die dann doch noch die Decke irgendwie offen oder so. Ich weiß ja nicht. Aber Regen nervt. Wir hatten letzte Saison voll wenig Regen in der Bundesliga, fällt mir gerade mal auf dabei. Oder? Also ich habe zumindest nichts davon bemerkt. Ja, Snowden bin ich schon wieder um Asyl in Russland. Aber die wollten ihn doch nur, wenn er da irgendwie nichts mehr schreibt oder so über die diktatorischen, nee, über die Überwachungsmaßnahmen. Was Putin natürlich gar nicht passt. Dem ollen Überwacher. Okay, ja, jetzt haben wir was über Edward Snowden erfahren. Wieder mal. Seht ihr, Let's Plays anschauen bildet. Ungemein. Und allgemein. Verdammt. Darf ich mal rot kassieren? Will ich aber nicht. Ach was. Blue
Ja, aber gut. Sehr gut. Schade, ich wollte den so ein bisschen höher machen, damit er den Kickoff machen kann. Nein. Okay, jetzt hat der Keeper den. Aber das war witzig. Bin mal dafür, dass die Keeper auch Rückpässe annehmen können, wenn sie schlecht sind. Scheiße. Okay, weiter geht's. Mann. Aber gut, eine Ecke ist ja nicht nichts. Bekanntlich, vielleicht können wir mal. Ah, schade. Der Torwart ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Nimm ihm den Ball ab, 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 nimm ihm den Ball ab. Och, ich fass das nicht. Diese dumme Steuerung lässt mich die ganze Zeit Mist steuern. Aber jetzt bin ich schon. Naja, gut. Ich schieb wieder mal allem anderen. Wieso wieder mal? Ja gut, ich schieb heute mal irgendwie allem anderen die Sachen in die Schuld, die Schuhe in die Schuld, ja. Aber gut. Ich würde sagen, dann macht unser Torwart sich erstmal auf die Reise wieder mal, ne? So, Yashin, heute ist wieder ein großer Auftritt für dich. Mal schauen, ob du wieder ein Tor schießen kannst, diesmal gegen West Ham. Du wirst hier super Torwart werden. Schade. Es kann natürlich direkt Schuss versuchen, aber was wird ihm das bringen? Der wird so oder so nicht gewinnen. Oh, wie habe ich ihn bloß gefault? Oh, das Team hat gelb bekommen. Fällt er jetzt aus? Obwohl, jetzt war Moore, der vorher gelb. Die können alle nicht schießen! Warum machen die das? Ups. Jetzt haben sie eine Ecke, ne? Da. Yay, Abpfiff. Ja, gut. Ein weiterer Part ist vergangen. Und, los, wieder Spiel des Spiels geworden. Ja. Für Münzen tue ich doch alles. Danke für die Münzen. Jetzt haben wir 600 Money. Jetzt haben wir mehr als 600 Money. So, wir kaufen uns noch einen Spieler. Spieler suchen. Ja, toll. Wir kaufen uns einen zweiten. Wir kaufen uns jetzt so einen Zidane oder so, weiß nicht. Ist das gut? Ja. Spielersuche. Offensives zentrales Mittelfeld will ich. Gibt's das? Da, gut. Zidane, Maradona, Best. Best klingt witzig. Schießen muss er natürlich auch gut sein. Na gut, holen wir uns Zidane, ist das gut? Ich habe nicht genug Münzen. Ach stimmt, der ist teuer, ja. Das stimmt, der ist teuer. Charlton holen wir uns dann. Obwohl, Charlton habe ich mir schon mal geholt. Nee. Dann hole ich mir doch keinen. Dann hole ich mir einen anderen. Für was könnte ich denn noch holen? Ach ja, Bayrami, das ist linkes Defensives. Mal schauen, was gibt's denn da? Was habt ihr denn da so im Angebot? Bilotti.
Okay, nehmen wir. Immer noch besser als bei Rami. Okay, dann bis zum nächsten Part. Euer Lorenzo Zorro. Ciao.